Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich bin gerade ein bisschen sauer. Ich nehme das hier gerade am Freitag auf. Ja, wir haben Freitag. Die Folge kommt Samstag online. Das heißt, ich habe gestern aufgenommen, weil es hieß, dieses komische Event hier geht bis zum Donnerstag. Und ich wollte gern, dass ihr am Samstag, also heute, eine Folge seht, wo diese Event-Sachen weg sind. Ne, damit wir schön aktuell bleiben. Und jetzt habe ich mich aber gerade eingeloggt bei DBD und es steht einfach da, das wird um eine Woche verlängert, dieses Event. Ich befürchte, das liegt daran, dass sie irgendwie mit dem nächsten Chapter noch nicht so weit sind. Wobei es ja schon Teaser gibt auf Twitter. Ich weiß nicht, wer das ein bisschen verfolgt. Es gibt ein paar Teaser, die ich nicht verstehe, aber es gibt Teaser für das neue Chapter. Und jetzt haben wir hier noch so eine Event-Runde. Dann hätte ich auch schon ein bisschen eher aufnehmen können und mir den Stress sparen, jetzt hier kurz vor knapp noch eine Folge DVD aufzunehmen. Und das nächste Problem ist ja, ich habe ja mit Absicht keine Blutpunkte mehr ausgegeben. Weil ich keine Event-Umschläge mehr haben wollte. Jetzt bin ich aber fast bei der Million. Jetzt muss ich langsam mal Punkte ausgeben. Sag mal, haben wir überhaupt einen Killer? Was ist hier los? Wir haben einen AFK-Killer, oder? Ja, also... Jetzt ist das Event noch bis zum 4. März verlängert, also bis zum Donnerstag. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann Punkte ausgeben, aber wahrscheinlich werde ich das so machen, dass sobald ich so einen komischen Eventumschlag bekomme im Blutnetz, gebe ich den auch sofort wieder aus. Schwierig. Ja, aber die Runde ist jetzt nicht so spannend. Dann nutzen wir das einfach mal als Laberfolge. Aber ich weiß nicht, was ich noch groß labern soll. Ich weiß nur, dass ich in der Adept-Challenge jetzt ein bisschen besser vorankomme, auf jeden Fall. Okay. Wer mein Killer. Ja, aber ich komme in der Adept-Challenge ein bisschen voran. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, der ist einfach zu spät wach geworden, der Killer. Ich glaube, der hat den Rundenstart verpasst. Weil wir haben schon drei Generatoren an. So, ich gehe mich selber heilen. Ich habe nämlich... Es gibt nämlich auch das neue Archiv jetzt seit Mittwoch. Die neue Archivseite, sagen wir es mal so. Da oben wurde wer weggegrabbelt. Und da muss ich 4 Sunny-Kästen aufbrauchen. Ist meine erste Aufgabe. Und das machen wir doch. Mac? Danke. Weiß nicht, ob der gutste Barbecue hat. Oder der hat das... Campt der? Nee, er hat die Kate. Oder er hat das mit Absicht gemacht, dass er uns in einem Glauben ließ, dass er nicht da ist, weil er uns jetzt einfach kalt macht. So, Sunny Kasten ist aufgebraucht. Geht vorm Haus lang. Jetzt hier aber alle rumrennen, ist doof. Ich gehe mal einen Generator machen. Wir haben so gut angefangen. Wir dürfen uns jetzt hier nicht aus der Fassung bringen lassen. So. Ja, cool. Er hatte doch Herzschlag. Nee, das ist jetzt uncool.
Darf ihn nicht so direkt angucken, weil dann wird er enttarnt. Sieht, dass ich hier bin. Ein Generator noch. Er hat aber... Er kann... Ich dachte, er ist hinter mir. Er kann auf jeden Fall Ghost Tales spielen. Er macht es gut. Er stalkt wirklich die Leute erst hoch und dann schlägt er sie. Er schlägt halt nicht zwischendurch. Den ziehen wir jetzt aber durch. Guck mal, sie kann halt hängen. Sie hing noch nicht. Wir sitzen hier zu dritt. Selbst wenn er mich nochmal hängt, ist okay. Falls er mich hier gestalkt bekommt. Und ich glaube, der hat Barbecue. Meine Mates sind auf jeden Fall der gleichen Meinung wie ich. Sie ziehen alle durch. Los, Leute. Ach so, nöd. Ich wollte gerade sagen, hä, ich habe ihn doch enttarnt. Ich kann doch gar nicht auf voll sein. Also, cool. Ghostface mit nöd. Das bringt nix. Oh, Mac, das bringt doch nix. Hier ist nöd. Ach du Kacke, hier ist nöd. Ja. Deswegen hat er uns erst im Glauben gelassen, dass der Killer AFK ist. Ich werde es nicht zum Haken schaffen. Zurück. Ah. Es wird nichts mehr. Dort vorne ist nöd. Hä, die eine ist... Hä? Die eine selber aufgestanden? Ich nehme mal... Ach, eigentlich ist es doof, wir haben Nöd. Ich brauche mir nicht heilen. Bin ja lautlos. Ja, die sind dort bei Nöd. Ich muss entkommen. Mit einem neuen Gegenstand. Mach auf, die ist tot. Ja. Cool. Wir haben es geschafft. Warum hat sich Kate geheilt? Wir haben nöd. Also wenn sie fällt... Und er sie aufhebt, gehe ich raus. Ihr kennt mich langsam, ne? Ich habe Angst vor Blutwächter. Hä? Da. Tschüssi! Der hat nöd. I'm sorry. Dort hinten ist nöd. Wir können sie nicht retten. Ich weiß nicht, was Kate dort hinten noch rumgelaufen ist. Sorry. Gott sei Dank weiß niemand anhand meines Steam-Namens, dass ich das bin. So, wir sind entkommen. Es wurde doch nicht so eine Laberrunde. Wir haben tatsächlich noch einen Killer in der Runde gehabt und der war gar nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Naja, aber nöd Barbecue, ich bin ganz Ohr. Gut. Ich habe halt im Vergleich zu Spitzi auch sehr wenig Punkte, obwohl ich entkommen bin. Aber guckt mal, die hatte so ein Dingsbums-Offering. Und wir haben ja 15.000 extra Punkte, die Leute, die diese Dinger haben. Von daher...
Von daher, so, ich will mich eigentlich gar nicht so rausreden. Ich bin rausgekommen, das ist das, was zählt. Der Killer beschwert sich, warum wir gegenrushed sind. Killer, ich glaube, du warst am Anfang AFK, oder? Warum hast du einfach niemanden gestalkt am Anfang? Ich weiß es nicht. So. Runde geschafft. Ihr seht das jetzt wirklich kurz vor knapp quasi. Ja. Ich verabschiede mich. Was war das für ein Satz? Ihr seht das kurz vor knapp. Ich habe es kurz vor knapp aufgenommen und ihr seht es pünktlich am Samstag. Und jetzt versuche ich noch eine Runde mit den Twins aufzunehmen, damit ihr eventuell hoffentlich morgen eine Runde Zwillinge sehen könnt. Aber das schauen wir gleich mal. Ich sage tschüss, habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Runde. Macht's gut!